Ich habe das mal Lage-Punkt-Funktion genannt. Ich möchte es möglichst allgemein halten. Ich habe es, glaube ich, schon für quadratische Funktionen gemacht. Dieses typische liegt ein Punkt auf einer Funktion über oder drunter. So als Beispiel dem Koordinatensystem x, y. Und ihr nehmt jetzt eine Funktion, jetzt die einfachste, eine lineare Funktion mit y gleich m mal x plus n, nicht davon verwirren lassen. Mal als Beispiel, y ist gleich 0,5 x plus 1 und ihr habt den Punkt P, was weiß ich, 7 und 10 und ihr wollt wissen, liegt dieser Punkt bestehend aus x-Wert und y-Wert auf der Funktion drüber oder drunter? So, das ist ein Klassiker. So, und wenn ihr jetzt zusätzlich dann noch die Vokabeln, die Mathe-Vokabeln drauf habt, okay, ein Punkt besteht aus x und y. Ich trage ihn also ab, wenn ich im Ursprung beginne, den x-Wert, ne, plus oder minus nach rechts oder links wandere, y plus nach oben oder unten. Da habe ich noch ein eigenes Video zu gemacht, nämlich Koordinaten, Punkte. Wenn ihr das drauf habt und wenn ihr, egal wie die Funktionsgleichung jetzt lautet, hier ist es jetzt eine relativ einfache, wenn ihr wisst, dass einem x-Wert ein y-Wert zugeordnet wird und wenn ich jetzt die 7 mal nehmen würde, den x-Wert und ihn hier einsetze, y ist gleich 0,5 mal 7 plus 1. Ich habe den x-Wert 7 für x eingesetzt. Wenn ich das jetzt ausrechne, 7 mal 0,5, sind, das kriegt man gerade noch im Kopf, oder sollte man gerade noch im Kopf hinkriegen, sonst nimmt ein Taschenrechner, völlig wurscht. 3,5 plus 1 sind 4,5. Das heißt, wenn ich den x-Wert 7 einsetze, wird der y-Wert 4,5 zugeordnet. Wenn ich das jetzt hier veranschauliche, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nach rechts, x-Wert. Und 4,5, 1, 2, 3, 4,5 nach oben, dann lande ich genau auf der Funktion drauf. Den Graphen, den ich hier skizziert habe, manche machen ein Kreuz, völlig egal. Und wenn ihr jetzt mal vergleicht, der Punkt, der hier gegeben war von mir, der lautet 7 nach rechts und 10 nach oben. 10 nach oben ist wesentlich weiter hier drüber, also liegt dieser Punkt hier, wenn ich ihn ins Koordinatensystem, wenn ich ihn dort abtrage, oberhalb. Weil der Zusammenhang ist, wenn ich diesen x-Wert ja hier einsetze, kommt 4,5 raus und 4,5 wäre die Höhe, wo ich genau auf der Funktion drauf wäre. Ich formuliere das mal so ganz plump. Und es ist auch vollkommen egal, ob ihr da so eine einfache Funktion linear habt oder ob es, was weiß ich, ich zeichne mal so eine rein oder was weiß ich, so eine. Wenn ihr diesen Zusammenhang drauf habt, x und y-Wert, x links, rechts, y hoch, runter, hier 7 als x-Wert nach rechts, 10 nach oben, das ist der Punkt P, den ich irgendwie vergleichen soll, dann habt ihr irgendeine Funktion. Wenn ihr 7 entsprechend hier den x-Wert einsetzt, bekommt ihr den y-Wert raus, der dann genau drauf wäre. Na, und jetzt könnte man noch fragen, was wäre denn ein möglicher Punkt, der darunter liegt mit dem x-Wert 7? Naja, wenn ihr wisst, 4,5 ist genau drauf, dann könnte man zum Beispiel 7, 0 nehmen, mal ganz plump. Ich nenne den mal Punkt Q. 7, 0 wäre hier. Und jetzt seht ihr irgendwie hier, wären jetzt irgendwie alle Punkte mit dem x-Wert 7 und dann verschiedenen Höhen von y her. Ich glaube, jetzt habe ich ganz viel darüber gefaselt. Wenn doch noch was unklar ist, schreibt es drunter. Aber das wäre so der Zusammenhang oder die Zusammenhänge, die Vokabeln, die man wissen muss zum Thema Lage von Punkt bezüglich Funktionen drauf, drüber oder drunter.